So, jetzt sind wir unter der Kanalisation irgendwie hier angekommen. Vorbeigeschossen. Ja, hier muss man schon genau ziehen. Eine gelbe Keycard brauche ich. Da wollen wir gucken. Na, ja, durch diese grünen Matschsoße würde ich nicht gerne lange rumlaufen. Ich muss mich echt konzentrieren hier, ey. In den alten Shooter noch. So, geht die Brücke hoch. Das ist eine Art neuer Gegner. So, gut, die gelbe Keycard haben wir. Nehmen wir die Shabby mit. Leertaste kann ich nämlich auch Türen öffnen. Tot. Jetzt geht's schnell weiter. Das war's doch nicht so. Ich war schon hier oder? Da geht's hoch. Ist das irgendwie so eine Falle? Da sind wir irgendwie in einem anderen Abschnitt. Jetzt sind wir unsichtbar für die. Ist auch gut. So, hier kommt man raus. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Da muss ich nochmal zurück. So. Das wird da hier runter starten. Mach mal hin, wieder hoch. So, ich brauchte bestimmt ein bisschen länger bei den Level. Jetzt brauchen wir eine blaue Keycard. Kriege ich jetzt eine blaue, ja. Da hinten ist auch noch was. So. Oh, die Kettensäge. Beste Waffe des Spiels. So, jetzt geht's mal hier hoch. Ist oben auch nichts. Da draußen auch nichts. Ja, wo geht's denn hier weiter? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Da braucht man blaue. So, machen wir hoch hier. Jetzt ist der Weg frei. Gut. So. Aktivieren. Das Spiel war der damals auch richtig auf Englisch. So. Aber die alte Version will ich auch mal let's playen.
So, jetzt muss ich nochmal hier rum. Da ging es irgendwo noch weiter. Da geht's die Treppe auch noch. Da. Blaue Keycard. Hier geht der Ausgang. Ja, sind circa 5 Minuten passiert. Ja. 100 Skills. Ja. Ja, fast 5 Minuten. So.